meine Freunde, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier aus dem wunderbaren Russland. Ich liebe Sochi, das ist eine der besten Strecken im Kalender und heute sind wir auch mit der Formel 2 hier. Das ist der vorletzte Run, also das vorletzte Wochenende, das heißt wir werden noch mit dem Rennen 4 Rennen noch haben und dann geht's schon, dann ist schon Ende dieser Season und das ist natürlich ziemlich traurig, aber falls ihr das nicht wollt, abonniert den Channel gerne, dann kommt natürlich eine zweite Staffel. Lasst euch auch gerne ein Däumchen rum, da, falls euch das Episode gefällt, 5,8 Kilometer und ich glaube 17 Kurven. Sollte es sein? 18 sogar, okay. Ja, da habe ich eine vergessen. Schaut euch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Links sind wie immer alle unten in der Bio. Und vielen Dank für euren Support in letzter Zeit. Oben rechts sind natürlich die komplette Playlist verlinkt. Und die haben wir die Russland-Flagge in Moskwa. Ich liebe diese Strecke. Und Lundgaard auch anscheinend. Der startet nämlich von Pole Position. Und Matsushita dahinter. Und Felipe Drukovic und Dan Ticktum. Das geht sehr langsam. Ich kann sogar die Vornamen lesen. Caleb Island und Marcus Armstrong. Dann haben wir Daruvala und Piquet, Tsunoda und Aitken auf 11, dann Mazepin und Su. Jetzt wird es ein bisschen schneller. Alesi und Mick Schumacher auf Sato und Chiotta, Makilov und Samaya, Joel und Deladras und Nisani. Und dann sind wir. Ich bin sehr gespannt, wo wir heute landen werden. Das wird nämlich ganz, ganz speziell werden, das heutige Rennen, weil es einfach ein mega spaßiges Event jedes Mal wird. Und ja, von 22 sowieso. Also ich werde alles geben und probieren, wirklich das Maximum rauszuholen. Und ich hoffe, ihr seid dabei, natürlich. Und bleibt doch gern bis zum Schluss dran. Wir werden eine komplett crazy Strategie. Wir werden mit Gelb starten und dann auf Lila gehen zum Schluss. Das heißt, wir werden noch eine harte Endphase haben, aber jetzt auch eine harte Beginnphase, weil wir müssen gegen alle fahren, die den Supersoft, beziehungsweise ja, in der Formel 1 früher sogar noch den Hypersoft. Ich glaube, den gab es nur 17, also eine Season lang. Ein geiler Reifen. Leider nur 1-2 Runden gehalten. Aber ich glaube, wenn die heute mit den Reifen fahren würden, dann würden da die Rundenrekorde auf jeder Strecke nochmal purzeln. Und da haben wir eine fette Mauer mit 5-6 Leuten. Oh, da fliegen sogar Teile. Und da fliegt noch einer. Und wir müssen genau drauf fahren. Ja, und da ist noch einer. Ja, und jetzt müssen wir uns da auch irgendwo einordnen. War nicht so ein guter Start. Also wir haben nur 3 Plätze gut gemacht. Trotzdem kommen wir hier gut rein in diese ganz, ganz lange Linkskurve. Ich bin echt perplex, dass da nichts geht. Ich habe keinen Einschlag, obwohl ich eigentlich sogar das Russland-Setup, okay, da habe ich jetzt auch sehr, sehr wenig auf die anderen geguckt, aber obwohl ich sogar das Russland-Setup habe, bin ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich denke mir so, puh, da ist echt, aber man muss halt ein bisschen bremsen. Sind die Formel 2 Autos, ich weiß, die haben jetzt nicht den größten Radeinschlag, aber dennoch, gestern wurde auch endlich der Mercedes vorgestellt, das, ja, Weltmeister-Auto Nummer 8, also ich bin sehr, sehr gespannt. Kann man schaffen, nochmal den Titel zu holen und somit 8 in Folge? Ich weiß ja nicht, aber es wird ziemlich spannend werden. Oder wird dann endlich Red Bull, die ja eigentlich nur eine Kopie vom letzten Jahr haben, übernehmen? Oder doch vielleicht Alpine mit Fernando Alonso? Wird jetzt mal hoffen, dass er fahren darf, weil er hat ja den Oberkieferbruch. Ich habe euch auch oben rechts die Infos zur Season 2021 reingegeben. Und da habe ich auch das Video drin mit den News, wo sich ja Alonso leider bei einem Radunfall den Oberkiefer gebrochen hat und ja, er darf zwar trainieren, aber wurde auch nicht zum Launch eingeladen, also eingeladen vielleicht schon, aber er hat dann halt den Handset weggelassen, weil er auch nicht stark reden kann. Er muss das halt alles sehr, sehr schonen und da ist die Hoffnung groß, dass er wenigstens bis 10 bis zu den Tests in Bahrain nächste Woche starten kann. Und ja, was denkt ihr, wer wird das beste Auto? Ich weiß ja nicht, aber jetzt gehen wir mal in die Formel 2, ich glaube, die haben keine Tests. Aber mit Mick Schumacher, schauen wir jetzt mal den Start an, okay? Ich möchte mich nicht noch mehr verreden. Ziemlich guter Start hier. Also wir starten hier weit hinter dem letzten. Und ich habe da wirklich auf die erste Kurve gehofft, weil mein Start richtig grottig schlecht war. Das ziemlich gut war natürlich mit Ironie zu verstehen. Da, zack, da ist einer hinten drauf gefahren, da ist noch einer hinten drauf gefahren und wir müssen über diesen Scheißteil drüber fahren. Ich hatte so wenig Platz und ich wollte ehrlich gesagt auch nicht nachgeben und deswegen bin ich da einfach mal innen den Körb gefahren. Und ihr habt auch den weiten Bogen, bin ich jetzt nicht mit Absicht, okay, ja, da habe ich den Teil runtergerissen. Den weiten Bogen bin ich jetzt nicht mit Absicht gefahren, ich war einfach nur so irritiert, dass das Auto sich so weit raustragen lässt und ja, da war es schon zu spät, bis ich das bemerkt habe. Mazepin, die erste Trophäe haben wir auch schon. Da, geh weg, du Scheißstange, geh weg, Mann. Ja, Mazepin jetzt vor uns und ja, das wird sie und wieder so weit rausgekommen. Da muss halt mal reinkommen. Das war meine erste Runde. Ich war kein Qualifying. Training gibt es sowieso nicht. Und da muss ich vielleicht mal reinkommen. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei, wenn es dann bei uns in den Mega-Season geht. Wir werden natürlich auch nächste Woche dann
die Tests berichten. Also wir werden zu den Tests auch ein paar Sätze sagen, was so cool war, vielleicht natürlich ein harter Abflug oder so, was ich natürlich nicht hoffe. Ob Mercedes schon alles zeigt, das wird sich alles herausstellen. Am 10. März geht's los in Bahrain und jetzt sind wir gut rausgekommen. Hier jetzt gegen Mazepin vorbei und da ist schon Piquet vor uns, aber es ist nicht so einfach. Wir waren auf 98 und man merkt schon teilweise, es ist nicht einfach. Man hängt hier, man hadert da, man hadert auch manchmal mit sich selbst. Ich fahre natürlich auch mit Traktionskontrollmitteln und Selbstbremsen und man an manchen Kurven merkt man halt auch, huch, da hättest du mal vielleicht doch ein bisschen mehr Flügel nehmen sollen, das ist halt hier. Oder halt einfach mehr üben. Also ich sollte auch mehr mit der Formel 2 abziehen. Trotzdem macht dieser Sport einfach so extrem Spaß. Und zack, gleiche Kurve wie vorhin. Und jetzt haben wir auch Piquet Lila sogar im zweiten Sektor. Aber das ist natürlich dem DS gedankt, weil wir ja das erste Mal den Flügel aufmachen durften. Und hier jetzt schon Yuki Tsunoda. Wir haben auch den ersten Punkt. Der fährt auch heuer seine erste Season in der Formel 2. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ich habe viele Erwartungen. Ich meine, in seiner Rookie Formel 2 Season einfach mal so eine. Der hat sogar ein paar Wins geholt in seiner Rookie Formel 2 Season und da kannst du wirklich nichts sagen zu so einem extrem guten Fahrer. Und ja, das Talent ist natürlich auch da. Und jetzt von außen hier zu Noda ein bisschen blöd gestanden, aber er will natürlich innen noch. Aber jetzt kommt eine Linkskurve. Habe ich mich gut positioniert, muss ich sagen. Und da können wir einfach mal ohne irgendwelche Probleme. 9. Platz, 2 Punkte und jetzt auch Darubala, der Teamkollege von Tsunoda, der jetzt hier direkt in Front of Us ist und ich verbremse hier hardcore. Bleib aber drauf, gib keine Verwarnung, weil die hinteren Reifen so breit sind und die fahren auch mit den 18 Zoll Wälzern. Das heißt, diese Reifen sind so extrem riesig, wirklich. Die sind teilweise größer wie das Auto selbst, also auch wenn der Reifen drauf ist. Die sind echt hoch und haben viel Felge. Also das ist halt echt ein Wahnsinn. Und hier 8. Platz, ganz, ganz mit einem ganz fetten Querstier ging es hier raus. Und wir haben da Gott sei Dank. Oh, Darubala wurde jetzt auch von Yuki Tsunoda überholt. Aitken ist jetzt vor uns. Und der Junge hier, der weiß nicht, wie die Kurve fährt. Guckt euch das mal an. Aber anscheinend ist er doch ein bisschen auf der Bremse. Das Rostrutschen hat uns hier das erste Mal geholfen, dass wir Aitken, aber mit so einem Wunderschön, das ist das schönste Überholmanöver bis jetzt, überholen konnten. Ne? Und zum Schluss kann ich euch sagen, es wird nochmal richtig, richtig brenzlig und ich möchte hier unbedingt den Win holen. Endlich mal wieder. Wir haben gefühlt seit 5, 6 Videos nicht gewonnen und seit 2 oder 3 Wochen nicht gewonnen. Also Podium maybe, aber gewonnen haben wir ewig nicht mehr. Und ich möchte endlich mal wieder einen Win hier haben in Russland überhaupt. Das zweite Rennen ist mir ehrlich gesagt egal, da kann alles passieren. Aber im ersten Rennen, das erste ist für mich ehrlich gesagt das Wichtigste, weil da zeigst du halt, wer der Bessere ist. Du hast da auch die größere Renndistanz, die Strategie und so weiter. Da kannst du halt einfach mehr rausholen. Und 50% in 14 Runden hat mich gewundert, aber ist halt für Sochi so. Ich glaube aber auch, dass das Formel 1 Rennen, also das Formel 1 Rennen nur auf 27 Runden ausgelegt oder so. Jetzt sind alle anderen in der Box und wir müssen natürlich mit unseren alten Lutschern, die auch, Alter, die haben wirklich 8 Runden durchgehalten mit den Lilanen. Und jetzt 9. Runde, also ich habe nur eine Runde draufgelegt, auch die schnellste Rennrunde geholt. Und jetzt geht's rein in die Box. Ich freue mich und bin auch sehr gespannt, wo wir rauskommen. Das wird wieder ziemlich große Überraschung werden und auch traurige Überraschung, muss man sagen, weil ich hier auf jeden Fall einstecken muss. Jetzt werden wir nur auf 6 rauskommen. Der 6. Platz ist das. Und das erschwert das Ganze, weil wenn ich noch 1-2 Runden draußen geblieben wäre, wäre ich vielleicht vor der Dreierkampfgruppe rausgekommen. Das hätte natürlich, ja, 2 Sekunden hätten gefehlt. Aber ich habe auch gemerkt, wie die Reifen nachgelassen haben. 2 Sekunden wären so perfekt gewesen, dass wir die Raufbeule hier bekommen hätten. Aber man kann sich nicht alles wünschen oder man kann nicht alles haben, was man sich wünscht. Und deswegen müssen wir jetzt an denen 3 vorbei und ja, in den nächsten 4 Runden dann irgendwie auch noch den 2-3 Sekunden Abstand zu den Führenden aufholen. Wir haben zwar Glück, dass sich die gegenseitig irgendwie anbremsen, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir da irgendwie... Oh, Armstrong, bitte! Ja, weil natürlich jeder will diesen Platz und jeder weiß, wenn ich jetzt überholt werde ich wahrscheinlich, ja, aber mit den Lilanen sollte das eigentlich ein einfaches Spiel werden, aber natürlich, jeder will nicht überholt werden, das ist die Endphase
Und da jetzt zu sagen, jetzt nochmal den Platz hergeben, ist natürlich traurig. So, Kayla Mylord jetzt vor uns, lila hinten schon mal. Das zeigt schon mal, wie stark die Reifen in unserer nach der Boxrunde waren. Da haben wir schon zwei lila Zeiten. Kayla Mylord hier im Windschatten jetzt. Und ja, wir keilen ihn hier ein bisschen ein. Und Dan Ticktum verbremst sich fett. Reifen und Reifen, wir alle hier unbedingt den Platz bewahren wird. Aber wir haben Ticktum einfach im Vorbeigehen überholt. Was für ein Überholmanöver, Mann. Was für ein Überholmanöver. Und Ticktum einfach nur so. Und wir so? Ja! Dritter Platz, immerhin wären Punkte, aber ich möchte natürlich den Win, aber 7 Sekunden in 3 Runden. Würde man sagen, ist unmöglich, auf 98 noch mehr, aber ich möchte natürlich alles geben und dieser Vibe, diese Vibes hier von Russland überhaupt, die beflügeln einen und das werdet ihr jetzt auch auf jeden Fall sehen. Wir haben immer mehr aufgeholt, hier noch ein paar Replays, der war auch schön, das überholt man über. Das finde ich auch ziemlich cool. Hier innen angetäuscht und dann außen einfach gerade gefahren. Ja, leicht verbremst, aber wir waren da zu der Zeit schon vorbei. Und ja, da hat uns zwar fast wieder zurückgeholt. Und jetzt sind wir in der vorletzten Runde und wir haben wirklich das Unmögliche geschafft. Wir haben 5 Sekunden aufgeholt. Ich meine, unmöglich mit den Lilanen jetzt nicht. Aber wir haben 5 Sekunden aufgeholt und sind jetzt sogar auf der langen Geraden im DS-Fenster. Ich möchte alles geben. Wir haben eine Chance. Das ist die lange Geraden darunter. Ihr wisst schon, was ich meine. Diese schnelle Rechts-, dann Links-Kurve, was dann in der Hardarm-Kurve endet. Und das wird unsere letzte und einzige Chance werden, wenn wir nicht irgendwo noch eine günstige Chance bekommen. Unsere letzte und einzige Chance werden, um überhaupt da dran zu kommen. Ich bin mega übelst nervous, aber auch ein bisschen vorfreudig, weil ich natürlich das holen will. Hier dachten wir so ein Reinstechen, nein, das war ein bisschen zu früh, wäre das gewesen. Aber wir sind so fucking near dran hier. Wir sind so nah dran und jetzt kommt dieses psychopathische Überholmanöver gegen Lundgaard. Es war kein Track Limits, also es war keine Abkürzung, jetzt hier ein bisschen innen zu machen, aber er will hier nochmal dagegen lenken. Hier hätten wir es auch probieren können, aber es war einfach so eine günstige Lücke. Man hat nur diese, ich weiß jetzt, es wäre ein bisschen blöd zu vergleichen mit einem Millimeter oder so, aber boah, das war echt, das hätte echt auch schief gehen können. Und wir bekommen hier unsere letzte Chance mit 0,3 Sekunden Vorsprung, nur mit 0,3, 2,8, 2,6, 2,5, 2,3, 2, 1, 6 und wir sind Albazushita vorbei und das in der fucking letzten Runde. Lila sogar nochmal im zweiten Sektor. So fucking intens ist dieses Rennen heute. Es ist Russland, es beflügelt mich einfach. Es ist einfach eine Strecke, wo man sagen kann, sie ist perfekt. Wir gewinnen den großen Preis von Russland. In der letzten Runde überholen wir einfach die zwei Führenden, ne? Also den ersten und zweiten und holen uns somit den Win hier. Das ist so insane, Leute. Ich schwöre, bei allem, was ich habe, ich bin auf 98 hier gefahren. Und wir holen einfach den Win, Leute. Dafür müsst ihr auf jeden Fall ein Däumchen rum da lassen. Unser Teamchef kann sich freuen und denkt sich, endlich ist die Misere vorbei. Endlich ist der Sieg. Das Sieglose vorbei. Und endlich können wir wieder auch jubeln. Leute, wir haben das Rennen gewonnen, Alter. Was ist das für ein Rennen? Was ist das für ein Event heute? Und ich bin mega, 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 mega geil. Finde ich's mega. Und deswegen vielen Dank fürs Zugucken. Und ich hoffe, euch gefällt das Video natürlich. Abonniert den Channel gern. Schaut aber jetzt mal kurz noch hier. Ja, es war einfach das perfekte Rennen heute. Wirklich. Das perfekte Rennen. Ich hoffe auch, das Sprintrennen wird so perfekt. Guckt auf jeden Fall auch gerne am Samstag vorbei. Wir werden auch später noch auf irgendwelchen Launch safe reagieren, weil Mercedes hat gelauncht, Alpine hat gelauncht und auch, ja, heute wird auch Aston Martin launchen und das wird dann wahrscheinlich erst morgen kommen, aber trotzdem. Später kommt noch eine Folge, Last Driver Standing. Schaut da gerne vorbei und vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut auch gerne, wie gesagt, auf unseren Social Media Channels vorbei. Das ist noch immer noch so unbelievable, insane. Alles, was ihr kennt an Wörtern. Unser Teamkollege enttäuschend 16, obwohl er von 12 gestartet ist. Lasst gerne ein Däumchen rum da. Abonniert den Channel gern. Schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Wirklich, kann ich euch nur zu Herzen legen. Kommen jeden Tag ein paar funny Clips online. Und schaut wirklich. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis später hoffentlich. Und schaut auch gerne auf meine Launches. Und alle Links sind oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.